Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. So, wir wollten jetzt zu Stone, weil wir jetzt Gardist sind, endlich. Und noch eine bessere Rüstung kriegen. Offiziell jetzt endlich Gardist. Das ging jetzt aber auch echt schnell bei uns. So, quatschen wir den jetzt mal an. Für Gomez. Für Gomez. Ich brauche eine Rüstung. Ich brauche eine Rüstung. Torus hat dich in die Truppe aufgenommen. Glückwunsch. Wieder einer mehr, der seinen Hals für Gomez in die Schlinge legt. Na, mir soll's recht sein. Ihr nehmt die Rüstung und dieses Schwert. Willkommen bei der Garde. Jo. Alles klar. Okay. Wo haben wir... Da ist die Rüstung. Die gibt 40. Plattenrüstung. Und leichte Garderüstung. Achso. Wir haben die jetzt schon an, oder? Dann können wir die verkaufen. Und hier unter den Waffen... Gardeschwert. Nee, dann ist Steinbrecher besser. So, kann ich den was verkaufen? Für Gomez. Für Gomez? Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast. Garderüstung, Schutz vor Waffen, 55. Geschosse 10. Feuer 35.650 Erz. Schwergarderüstung, Schutz vor Waffen, 70. Alter, was? 2100 Erz. Ich habe es mir anders überlegt. Wie du meinst. Du weißt, wo du mich findest. Okay. Wir sehen uns. Ich wollte ihm aber was verkaufen. Kann ich bei dem... Hey! Dafür, dass du noch nicht so lange hier bist, hast du es ziemlich weit gebracht. Jo, danke. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Jo, kein Thema. So. Was hat der denn? Der hat noch 140 Erz. Die können wir ihm noch ablosen. Irgendwie. Fangen wir mal von ganz hinten an. So. Crawler-Zangen, Waldner, die Kerzenständer. Können wir verkaufen. Komm, Mana-Trank. Brauchen wir nicht. So, was können wir hier verkaufen? Das gibt Mana. Und den einen noch. Dann können wir ihm... Okay, wir können ihm nicht alles verkaufen. Dann machen wir 99 von dem Erz von ihm. In unsere Tasche. So, und dann... so. Dann passt das. Jo. So, wie viel Erz haben wir jetzt? 1720. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Das Leben als Gardist wird dir gefallen. Alles klar, ich will ihn nicht analysieren. Hallo? Jetzt bin ich interessiert, was Bloodwind zu sagen hat. Oder Diego. Gucken wir mal, was Diego sagt. Für Gomez. Für Gomez. Okay. Mach's gut. So, was hat Bloodwind zu sagen, wenn jetzt, wo ich Gardist bin? Du gehörst jetzt zu uns. Gute Arbeit. Die Garde braucht Männer wie dich. So. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, okay, gut. So, dann müssen wir nach hinten rum. Wir können jetzt auch eigentlich gerne bei dem... bei Fingers noch ein bisschen was lernen. Bei zwei Handy möchte ich jetzt nicht lernen. Wie viele Punkte haben wir? 20 Lernpunkte. So, Einhänder haben wir gemeistert. Volltrefferchance 10%. So, Schlösser öffnen, ausgebildet. 19% Versagen, 50% Taschendiebstahl, ungeübt, 90%. So, mal gucken, was wir noch bei Fingers lernen können. So. Für Gomez! Für Gomez! So. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen?
einiges. Hier Schlösser öffnen, Stufe 2. 20 Lernpunkte. Wie werde ich Meister im Öffnen von Schlössern? Nur wer schon einige Übung hat, merkt genau, wann ihm ein Dietrich abbricht und wann nicht. Du erkennst es am Geräusch. Ich denke, du bist jetzt soweit. Lerne auf das leise Klicken des Schlosses zu achten. Und du wirst nur noch selten das Pech haben, einen Dietrich zu verlieren. Ein Meister des Fachs hat eine gute Chance, eine Truhe zu öffnen, ohne dass sein Dietrich überhaupt abbricht. Okay. So. Wie sieht's aus? Haben wir alle verbraucht jetzt. So, Schlösser öffnen. Gemeister 10%. Warte mal, was? Chance des Versagens 10%. Okay, das ist schon mal nice. Ein Handy müssen wir aber auch noch lernen, besser zu werden. Lasse. Das. Karim, was macht der hier? Müsste er nicht hinten beim Stadion sein? Bei der Arena, meine ich? Um da zu kämpfen gegen ihn wen? So, ah ja, stimmt. Wir müssten noch da hinten hin. Gab es ja noch jemanden, der uns was verkaufen kann, beziehungsweise wie ihm was verkaufen kann. Nicht Dexter, Fisk war das auch hier. Genau, Fisk. Nein, ich bin mit Fisk. Für Gomez. Für Gomez. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. 400 hat er noch. Das haben wir. Was ist das? Ein Dietrich. So, was können wir ihm noch verkaufen? Was haben wir? Hier, Schattenrüstung. 600? Okay, dann macht das gar keinen Sinn mit der Schattenrüstung. So. Aber das macht Sinn noch. Machen wir so. Wir brauchen noch jemanden, der uns die Schattenrüstung abkauft. Erstmal abwarten. Ich hoffe, es gibt keine Probleme, wenn ich die jetzt irgendwo anders verkaufe. In einem anderen... Ah ja, hier. Müssen wir noch einmal kurz ein paar Sachen braten. Ein bisschen Schinken. Kann nur 1000 Jahre dauern, aber kein Problem, das schaffen wir. Neue Lager müssen wir auch einmal kurz hingehen. Gibt bestimmt auch noch ein paar Sachen, die uns da fehlen. Jo, das ist echt lange. Okay, aber wir haben auch 1 Million Schinken gesammelt. So, Schinken. Ach, wir haben noch 8 Stück. Jo, kommt nochmal so. Hallo. Ich will hier braten. Kann ich nicht? Okay. Schade. Insektenlager. Warte, wie sieht's mit meinem Status aus? Hier, Schutz vor Waffen 45, Schutz vor Geschossen 5, vor Feuer 30 und Magie 0. Die Schwergarderüstung brauchen wir auch noch. Schade, dass das aber mit den Drogendealer-Missionen hier vorbei ist.
dass ich jetzt nichts mehr der Zunftkraut da verkaufen kann. Obwohl, weiß ich nicht. Wir müssten eigentlich einmal nochmal ins neue Lager deswegen hin und gucken, weil der eine hatte ja gesagt gehabt, so, dass sein Kollege da die Waren nicht verkauft. Vielleicht müssten wir den da irgendwie abziehen oder so. Und zu dem anderen zurückgehen. Und dann sagt er, ich soll das für ihn verkaufen oder so. Oder wir kriegen jede Menge Erz von dem dafür. Kann auch sein. So, aber erstmal hier zurück zu Korkalon. Ich hoffe, ja, komm, komm. Und bleib da immer hängen. Ja, aber lässt das uns aber auch noch hier irgendwie gut gesonnen, sage ich mal so. Den Dingern kann ich nichts machen, ne? Boah, quatschen wir einmal mit Lester. Hätte ich wieder Bock. Lester. Erzähl so. Mir was über das Lager. Was willst du wissen? Nee. Lassen wir mal sein. Der, kann der Schläfer möge erzählen. Dich behüten. Was Korkalon zu sagen hat. Echt, die haben hier aber auch verdammt viele Leiter, muss ich auch sagen. Nee, hier noch nicht. Da. Ich dachte, das wäre schon hier geklärt. Ich höre nicht. Aber behalt. So, und wir holen unsere tägliche Ration ab. Ist auch eine Idee. Fortuno? An der Geschichte muss wohl doch was sein. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Nein, nein. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Am besten verkaufen, aber werden nur noch 27. Kann ich ihm andrehen? Was könnte ich ihm andrehen? Ja, wäre das ganz anders gewesen. Nix. War nicht besonders. Nichts zu tun haben. Gut, gehen wir mal zu Korkalon. Ich glaube kaum, dass ich kann verschwinden. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. So. Kalums Leibwache. Da ist der Dude. Was willst du? Ich habe Eier einer Crawlerkönigin gefunden. Ich habe Eier einer Crawlerkönigin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Mana-Trank, Erz, Heilmittel, eine Waffe, eine Rune. Was soll ich mit einer Rune? An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die aber Waffe für dich ist. Muss nicht gleich jeder wissen. Komm, wir nehmen Erz. Nimm dieses Erz als Zeichen der Dankbarkeit der gesamten Bruderschaft. Ja. Kann nun die Anrufung Schläfers beginnen?
Ich habe Crawlerzangen für dich. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Das ist wirklich nicht mein Problem. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Wo finde ich Thalas? Wo finde ich Thalas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Wer hat den Almanach gestohlen? Thalas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Okay. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. So, okay. Wo finde ich Thalas jetzt nochmal? Jetzt habe ich das vergessen. Haut will ich trotzdem nicht sterben. So, was steht denn hier jetzt? Almanach. Korkalon benötigt einen letzten Gegenstand für die große Anrufung des Schläfers. Es handelt sich um ein Buch über die Benutzung der Fokussteine. Der Novize Thalas war wohl so ungeschickt, sich den Almanach von Goblins rauben zu lassen. Er sucht derzeit auf dem Tempelvorplatz nach Hilfe bei der Wiederbeschaffung des Buches. Okay. Aber behalten. Erstmal Tempelvorplatz. War doch da hinten, oder? War doch klar, dass das... Wir gehen erstmal hier zur Schmiede und gucken, ob wir da ein paar Sachen, die Rüstung vielleicht verkaufen können oder so. In der Hoffnung, dass der eine Dude da noch genug Erz hat. Verlass dich auf... Hier, Dario, da müsst du doch noch genug Erz haben, ne? Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. 360 Erz hat er noch. Ja, okay, gut, dann verkauf ihm das und das. Kann ich ihm wahrscheinlich nicht mehr so viel verkaufen. Schinken. So. Das kann ich ihm nicht verkaufen. Gut, dafür will ich aber auch die 224. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Die Rüstung werde ich wahrscheinlich nicht mehr so schnell los. Ich höre mich da lieber noch. So, okay, dann suchen wir mal Thalos. Die sind es also nicht. Templer? Novize? Ich halte mich da lieber raus. Auch alles Templer? Früher wäre das Ganze. Thalas, nicht Thalos. Thalas. Der ist nur am Rauchen, der sucht nicht. Du bist Thalas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen.
Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich? Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin bereit, wir können. Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung. Folge mir. Okay, bevor wir aber ihm folgen, machen wir hier nochmal ein Save Game. Ich glaube, ich weiß schon, wo das sein könnte. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Da über diese Brücke mit den ganz vielen schwarzen Goblins, wo 6 Stück oder so von denen da gewartet hatten. Ich glaube, das sind die. War nicht besonders schön. Ich finde es schade, dass man hier nicht ein bisschen schneller gehen kann, aber okay. Wir sind trotzdem schneller als Talas. Auch wenn es so minimal ist. Ich denke schon, ich weiß wo. Ich kann mir schon denken, wo. Über diese Brücke da hinten. Ja. Hatte ich mir gedacht. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Feigling. Ja. So, Safe Game. Dann gehen wir rein. Komm, ich brauche nur einen von euch, ja? Oder zwei. Zwei gehen auf. Hey! Okay, einmal Nagelkeule looten. Der hat nix. Der hat nix. Das waren 7 von denen. Okay. Erstmal was futtern. So, wir gönnen uns mal Käse. Brot. Und Schinken. So. Nochmal ein Save Game. Brauchen wir jetzt nochmal 2 oder 3. Nicht alle auf einmal, ja? So geht's auf. So, der nächste. Da kann sein, dass ich mal 3 komme. Ja, jetzt kommt 3. Alter. Komm, triff den doch!
Okay. Das war ein bisschen schwieriger. Aber dessen Nagelfeulen nehmen wir mit. So, noch einmal Schinken futtern. Und Schinkenspicker. So, und nochmal gebratenes Fleisch. Ich jetzt nicht wissen, wie viele da hinten noch warten von denen. So, noch einmal Safe Game. Jo! Hallo, seine Nagelkeule. Ja. Alter, wie geil. Aber ich mache trotzdem auch hier nochmal. Kann sein, dass wir drinnen gleich drauf gehen. Kommen mir bekannt vor, war. So, Rümpel. Hey! Da bist du. Alter. Von wo der kam. Schade, dass wir die nicht looten können. Da sind noch welche. Alter, bring ihn nicht. So. Jetzt komm, bring den um, Alter. So. Da kommen gleich wieder welche. So, Höhlenpilz und gebratenes Fleisch. So. Noch einmal so. Hier geht sonst nirgendwo weiter. Ne? Jo, noch geil. Erschreckt mich nicht. Alter, so viele Nagelkeulen. Ich glaube, aus den Nagelkeulen können wir ordentlich Geld machen. Okay, hier gibt es uns auch nichts mehr. So, vielleicht nochmal ein bisschen futtern. So, auch nochmal. Safe Game. Dürfte aber auch keiner mehr da sein, oder? Ich glaube, jetzt haben wir alle erledigt. Nee, hier ist noch jemand. Alter. So. Bier. Noch ein Bier, noch ein Trank, Streitkolben, Fackel, Beil, da liegt sogar noch ein Erzbrocken, geil. Und eine Spruchrolle. So, wie sieht's? Ah, können wir einfach so aufmachen. So, nehmen wir alles mit. Und genau, die Truhe bitte.
auf einmal aufmachen? Einmal nach? Ich habe hier gerade noch irgendwo irgendwie gehört. Hier ist noch irgendwo mehr. Keine Ahnung, von wo der jetzt herkam. Aber wir können hier gehen, weil wir jetzt fertig sind. So, perfekt. Dann haben wir das auch erledigt. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Ja, alles klar. Aber Talas, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank dann, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.